werden wir ein Radlager wechseln mit Hydraulikzylinder. Wir haben das Ganze schon vorbereitet, um das Lager außen einzupressen, bis auf das auf die Radnabe. Die wird jetzt noch mit dem Schlaghammer rausgeschlagen. Mit diesem Hydraulikzylinder werden wir jetzt das Radlager auspressen. Hierfür haben wir Adapterstücke entwickelt. Einmal mit Gewinde für die mit der passenden Sitzform, das heißt für die verschiedenen Auflagen, mit Magneten. Diesen Adapter schrauben wir jetzt auf den Zylinder auf. Und je nach Größe von dem Sitz benötigen wir einen Adapterring oder auch nicht. In diesem Fall müssen wir das Radlager auspressen, das heißt die Buchse muss größer sein als das Radlager. Hierfür benötigen wir den Adapterring. Das Ganze setzen wir drauf. So, hinten nach hinten kommt ein spezieller Adapter, der universell ist, zum Auspressen der Radlager. Der ist so angefertigt, dass auch die ABS-Sensoren verschont werden. Die müssen dafür nicht ausgebaut werden. Das Ganze wird auf die Mutter gesetzt und verschraubt. Das machen wir jetzt im eingebauten Zustand. Zange nochmal festziehen. Einmal mit Druckluft anschließen und das Ganze kann dann ausgepresst werden. Zange fest. Guck mal an. So wie man auch sieht, bleibt der ABS-Sensor auch unbeschädigt. So, vorm Einpressen noch den Springringsitz sauber machen und den Radlagersitz. Wir werden das noch etwas einfetten und das Radlager einpressen. So, zum Einpressen den passenden Adapter aussuchen, so dass es auch zum Radlager passt. Bei manchen Fahrzeugen darauf achten, dass ihr auch die richtige Seite, die Einbauseite habt. Wie in diesem Fall, wir haben hier ein Magnetfeld, das muss nach innen zum ABS. So auch für die Rückseite passende Buchse raussuchen. Das Ganze auch Spannung bringen und den Sitz kontrollieren, auch hinten, dass auch richtig alles anliegt. Zusätzlich haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Manometer anzuschließen. Somit können wir dann erkennen, welchen Druck wir hier erreichen und dann die Entstellung des Radlagers auch erkennen. So, jetzt setzen wir den Sprengring ein.
So, als nächstes kommt die Radnabe. Nach Entfernen des Innenrings wird die Radnabe in das Radlager eingepresst. Von hinten immer auf den Innenring pressen. Jan, sitzt das richtig? Aber den Sitz kontrollieren. Wir können ja nochmal schnell einschlagen, Moment. Schauen wir hier, von hier sieht man es ja besser. Passt? Somit ist auch die Radnabe verpresst und damit ist das Einpressen des Radlagers fertig.